Einen wunderschönen. Hi Mareike. Hey Florian. Wie ist? All good. Wir haben gerade kurz hier unseren Poddy vorbesprochen und ich glaube, wir sind beide ganz schön motiviert und heiß auf das Thema. Ich weiß auch nicht, das ist, wenn du merkst, dass du Geschichte schreibst. Oh, oh mein Gott. Ja, wir erleben gerade Geschichte. Das ist eine dieser Folgen, aber du denkst so. Wie gut, dass ich dabei gewesen bin. Die 120, kannst du dich da noch dran erinnern? Das war so episch. Episch. Und ich glaube, sie wird richtig gut. Aber wir wollen nicht so viel versprechen oder verraten. Es einfach dabei bleiben bis zum Ende. Und sharen auf jeden Fall. Überall auf allen Social-Media-Kanälen sharen. Lass mir ein Kommi da. Soll ich mal anfangen hier mit unserem Einleitungssatz? Ja, bitte. Die Leute wissen jetzt ja schon, worum es geht, ne? Weil wir haben ja schon das Intro eingesprochen. Ja, und ich denke mir manchmal, ich könnte Radiomoderatorin werden. Hat man dir auch gefeedbackt. Ja. Genau, oder eben so Werbespots im Fernsehen einsprechen. Pass auf. Falten vorbeugen, trockene Haut mit Feuchtigkeit versorgen oder andere Hautprobleme lösen. Das alles beginnt mit einer individuellen Pflegeroutine. Entdecke deine. Wie fandest du es? Geil. Gib mir das Produkt. Gib mir das. Ich will es haben. Das Produkt ist heute unser Podcast. Ach so, okay. Ja, also die beste Routine, die man haben kann, ist natürlich diesen Podcast hören. Das ist jetzt, das ist nicht mal mit dabei in diesen 10 Routinen, die wir dabei haben heute. Nee, stimmt. Das ist eine Bonusroutine. Ja. Einfach immer mittwochs reinhören und immer teilen überall und in allen Gruppen, in denen man so ist, sagen, das ist der beste Podcast. Das ist auch gut. Heute geht es um Routinen. Was sind denn überhaupt Routinen? Routinen bedeuten eine organisierte Struktur. Routinen sparen Zeit und Energie, weil wir uns eben nicht jedes Mal neue Gedanken machen müssen. Routinen geben Sicherheit und Routinen bringen Qualität. Voll. Florian, was ist eine... Oh, ja. Also erstmal, gleich kommt meine Routine, aber es ist wirklich so. Das Geile an Routinen ist, du denkst halt nicht drüber nach, dass sie passieren, dass du das machst. Das geht halt nicht hier über das Großhirn, ich muss nachdenken, was ich mache, sondern es kommt direkt über emotionalen Hypothalamus rein ins Mega, in unser Doktor Urgehirn. Florian, ja, Mann, also ich habe eine Diplomarbeit über neurowissenschaftliche... Ach, ja, klar, Mann. Okay. Ja, neurowissenschaftliche Erkenntnisse und Positionierung von Marken. Ja, Mann, wusstest du noch gar nicht. Das ist ein Drop jetzt hier. Ja, Mann, Alter. Das geht direkt rein ins Hirn ein. Direkt durch. Und da musst du nicht drüber nachdenken. Deswegen, Routinen sind mega geil. Die helfen euch, Sachen zu automatisieren, obwohl da denkt ihr nicht mehr drüber nach. Zähne putzen, auf Klo gehen. Ja, okay, auf Klo hat man ein Bedürfnis, aber Zähne putzen hat man auch ein Bedürfnis. Aber grundsätzlich. Du holst dir morgens einen Kaffee, denkst du nicht drüber nach. Es gibt schlechte Routinen und gute. Jetzt geht es heute um die geilen Amazon-PPC-Routinen. Da ist jetzt hier Montagmorgen, da mache ich jetzt dieses und dann geht's ab. Und das ist geil. Deswegen einfach durchziehen. Aber bevor wir in die Amazon-Ads-Routinen einsteigen, Florian, was ist denn deine Lieblingsroutine im Alltag? Kaffee? Nein. Also ich bin Fan von Routinen. Und gerade wenn du Sachen integrieren willst in deinen Ablauf, hast wenig Zeit und dann musst du da irgendwie, dann musst du das einfach machen, nicht drüber nachdenken und hier, arbeite viel, möchte viel Zeit mit meinen Kindern und Familie verbringen und gleichzeitig möchte ich aber auch selber ein bisschen Zeit für mich so und Sport machen und so, deswegen morgens zeitig aufstehen, immer laufen oder regelmäßig, 4-mal die Woche schaffe ich so und dann ist so das meine Routine, morgens 4:45 laufen, so, und dann geht's. Und das ist die Routine. Und da denke ich nicht drüber nach. Es regnet, scheißegal. Schuhe an, raus. Krass. Ja, Respekt. Mal. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Routine. Ja. Die macht mir Spaß. Ja, und das tut gut. Tut gut, ja. Das Kaffee, schön. Kaffee auch. Und deine? Was machst du so gerne? Ich habe morgens und abends eine Routine, die mir sehr wichtig ist. Morgens mache ich tatsächlich immer das Bett, so, also
Nicht, weil ich das ist gute Routine, geil. Ja, nicht, weil ich das Bett irgendwie, weil es mir wichtig ist, dass das irgendwie schick aufgeräumt ist, sondern ich denke mir so, wenn ich das morgens mache, dann mache ich danach die nächste Aufgabe und die nächste Aufgabe und die nächste Aufgabe und die nächste. Das ist so meine erste Aufgabe, so meine Einstellung. Ich merke, wenn ich morgens das Bett nicht mache, da wird der Tag nicht gut, dann bin ich faul. Genau so sind Routinen. Geil. Und abends, ich muss die Küche aufgeräumt haben, bevor ich ins Bett gehe, weil ansonsten könnte ich kotzen, wenn ich morgens aufstehe und Frühstück mache und die Küche sieht aus wie Sau. Also jeden Abend wird die Küche aufgeräumt und erst dann geht's aufs Sofa. Richtig gut. Und genau das müsste ich gerne mal rausschneiden und nochmal zu Hause vorspielen. Ich bin genauso. Ja, absolut genauso. Das muss, sonst kommst du morgens runter und es ist einfach scheiße, dreckig. Was ist da los? Schlechter Start in den Tag. Richtig, ich habe Kacklaune dann. Ja. Dann musst du, ich will jetzt einen Kaffee, jetzt muss ich erstmal aus. Ja. Hier steht alles voll. Was ist das? Nee. Das ist kaputt mit der Küche. Warum hat die Küche sich nicht selber aufgeräumt? Ja. Nee, das ist so meine Tagesabschlusshandlung, das bringt mich runter. Das räumt nicht nur die Küche auf, sondern auch meinen Kopf. Und dann kann ich entspannen. Also, falls ihr mal jemanden braucht, der die Küche bei euch sauber macht abends, Mareike hat richtig Bock. Nope, ich mache das nur bei mir. Okay, nur bei dir. Genau, aber heute soll es um Routinen für die Pflege eines deines Amazon Ads Accounts gehen. Ich gucke gerade so komisch in die Kamera, weil ich nicht so scharf bin. Ah, jetzt bin ich wieder scharf, okay, gut, ja, sorry. Unsere Tipps sind vielfältig, aber bestimmt nicht vollumfassend. Und vor allem sind unsere Routinen, die wir gleich vorstellen werden, ein Serviervorschlag für dich. Aber du entscheidest über deine individuell für dich passende Routine. Wie immer, es gibt kein falsch und kein richtig. Das einzige falsch ist, du hast keine Routine. Deswegen wollen wir dir heute dabei helfen. Wir stellen ein paar Routinen vor und du kannst gucken, wie das zu dir passt. Ja, ich finde, also warum, keine Ahnung, gehe ich zum Beispiel morgens laufen, weil ich festgestellt habe, dass es total wichtig für mich ist und ich das sonst nicht hinbekomme. Und wenn ich das irgendwie nicht in der Routine packe, dann ist die Gefahr groß, dass ich das irgendwie links liegen lasse und dass es hinten runterfällt in einem Alltag. Und genauso möchte ich mir die Empfehlung aussprechen, auch Routinen für den PPC-Account zu haben, damit du sicherstellst mit diesen Routinen, festen Terminen, wiederkehrend, dass du dich immer darum kümmerst und es ist halt nicht, oh, ich habe keine Zeit. Oder das ist einfach ein Blocker oder was auch immer. Und dann kannst du dich diesem Thema widmen, weil es so wichtig ist, dass es wiederkehrend ist und nicht hinten unterfällt. Ja. So. Tipptopp, let's do it. Auf geht's. Routine Nummer 1. Ein schneller Blick auf den Performance-Trend deines Amazon Advertising-Accounts. Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, sich in die Advertising-Konsole einzuloggen, die Kampagnenübersicht zu sehen und sich dort einfach mal anzuschauen, gibt es irgendwelche Traffic-Veränderungen? Passiert etwas in meinen Impressionen, bei meinen Klicks, bei meiner Click-Through-Rate, bei meinen Ausgaben, bei meinem durchschnittlichen CPC? Und wenn ja, ihr seht von heute auf morgen, andersrum, von gestern auf heute, ist der Traffic extrem eingebrochen, so dann schaut sofort rein. Gibt es irgendwelche Produkte, die out of stock sind? Sind irgendwelche Kampagnen out of budget? Das solltet ihr euch tagesgenau angucken, dann könnt ihr auch tagesgenau darauf reagieren. Oder gibt es irgendwelche Umsatzveränderungen, irgendwelche ACoS-Veränderungen? Ist der Umsatz eingebrochen? Ist der ACoS in die Höhe geschnellt? Guckt euch eure Conversions an, eure Sales, eure Conversion-Rate, euren ACoS. Beachtet natürlich euer Conversion-Delay, also schaut das nicht für heute oder für gestern an, sondern minus 3 bis 7 Tage. Und guckt rein, geht es meinen Umsatztreibern gut? Je früher ihr merkt, dass etwas nicht im Lot ist, desto eher könnt ihr es beheben und desto besser geht es eurem Amazon Advertising Account. Wie häufig solltet ihr das tun? Für neue Produkte und neue Kampagnen würde ich das tatsächlich sehr, sehr engmaschig machen und täglich reinschauen. Für ältere Kampagnen mindestens einmal pro Woche. Ich könnte aber auch verstehen, wenn ihr das einfach wirklich jeden Morgen macht, wenn ihr euren Laptop aufklappt. Und Kaffee gezogen, der klappt es auf, advertising.amazon.com und dann geht's ab. Checkt mal, entspannt, läuft alles, jo. Und dann geht's weiter. So, gutes Gefühl. Gutes Gefühl, wenn man das einmal überprüft hat und dann in den Tag starten kann. Schlechtes Gefühl, wenn ihr erst 1 oder 2 oder 3 Wochen später merkt, dass vor 3 Wochen irgendwas passiert ist und ihr habt 3 Wochen lang nicht darauf reagiert. Richtig. Mies. Richtig. Ja. Cool. Routine Nummer 2, Gebotsoptimierung.
Du bist dann erfolgreich, wenn all deine Tage zur richtigen Zeit den optimalen Max-CPC haben. Und das optimale Gebot wird an unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Saisonalitäten und natürlich zu verschiedenen Sale-Aktionen variieren. Das heißt, du solltest regelmäßig reinschauen, ob deine Targets den optimalen CPC, das optimale Gebot haben. Du kannst gucken, okay, was ist die ACoS-Performance, die meine Targets gerade haben? Ist das besser als mein Zielwert? Dann könntest du das Gebot erhöhen. Ist die ACoS-Performance schlechter als mein Zielwert? Dann könntest du das Gebot reduzieren. Ein ewiges Dilemma haben wir natürlich mit Targets, die sehr, sehr wenig Daten haben. Wie kann ich die bewerten? Wie sollte ich da die Gebote erhöhen, reduzieren, so lassen, wie sie sind? Da haben wir schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Ist ein ewiges Dilemma, gibt es aber natürlich auch Lösungen für. Genau, aber schau dir regelmäßig deine Gebote für deine Targets an. Wie häufig solltest du das machen? Ich würde das mindestens einmal pro Woche für die Top-Targets machen. Eher täglich und mindestens einmal pro Monat für alle anderen Targets, eher einmal die Woche. Und im besten Fall automatisierst du das Ganze natürlich. Hashtag Adference. kann ich empfehlen. Genauso auch, also alles, was wiederkehrend ist, ist natürlich, das schreit ja nach Automatisierung. Ne? Also, aber alles geht halt nicht. Alles geht nicht. Und deswegen das, was geht, automatisieren und raus aus dem Kopf. Genau. Routine Nummer 3, die wir identifiziert haben, was wiederkehrend ist, wo man sich immer mit auseinandersetzen sollte, sind die Keywords und ASIN-Targets, die man kontinuierlich aus den Auto-Kampagnen in manuelle Kampagnen überführt. Grundsätzlich ist es ja total sinnvoll, seine Auto-Kampagne online zu haben, auf niedrigen Geboten laufen zu lassen, die so ein bisschen die ganze Zeit schaut, okay, was funktioniert gut, was richtig gut funktioniert, identifiziere ich und überführe es in meine manuellen Kampagnen, also sei es ein Product Target, sei es ein cooles Keyword, so. Und dann habe ich die in meinen manuellen Kampagnen und die laufen weiter. Und ich kann mal, wenn ich das nicht mache, dann laufen die ganze Zeit meine Autokampagnen und die Targets da drin auf einem vielleicht zu niedrigen Gebot. Ja, und das ist natürlich Mist. Und ich muss kontinuierlich meine conversionstarken Suchbegriffe identifizieren und sie überführen in meine manuelle Kampagnen. Ein alter Hut für viele, aber es reicht halt nicht, das einmal zu machen. Das ist etwas, was ich kontinuierlich machen muss, weil die Kampagnen ja weiterlaufen. Das heißt, das wöchentlich alle 2 bis 4 Wochen zu machen und zu gucken, okay, was ist da los? Gibt es da was Neues, was ich noch nicht identifiziert habe, überführt habe und dann eventuell ausgeschlossen habe? Und das ist etwas, ist eine dauerhafte Aufgabe und deswegen kann man das ja auch mit uns automatisieren. Ja, genau. Und das ist super und ist ein Performance-Treiber, super sinnvoll. Definitiv. Genau. Und ein Schritt von Auto in manuell und dann natürlich auch in der manuellen Kampagne immer eine Ebene niedriger gehen, also von Broad zu Phrase zu Exakt. Das sollte genauso Bestandteil der Routine Richtig. Sein. Ja, absolut. Cool. Genau. Routine Nummer 4, kostenintensive Suchbegriffe ausschließen. Sowohl in Auto- als auch in manuellen Kampagnen können Suchanfragen und eben auch andere Ausspielungen Kosten generieren, ohne dass diese Klicks und Umsätze generieren. Das heißt, manchmal sehen wir Keywords oder Targets mit einer schlechten Click-Through-Rate und keiner Conversions oder Targets mit einem hohen Ad-Spend und wenig oder gar keinen Conversions oder eben auch Targets mit vielen Klicks, aber keinen Conversions. Und diese Suchbegriffe solltest du negativieren. Das sind Kostentreiber, die bringen dir keine Umsätze und mit dieser Routine kannst du halt richtig geil Geld sparen und dieses Budget dann vielleicht in anderen Kampagnen, die einen besseren ACoS haben oder auf anderen Targets, die einen besseren ACoS haben, investieren. Also zu teure, kostenintensive und nicht erfolgreiche Suchbegriffe bitte ausschließen. Wie häufig solltest du das machen? Einmal pro Monat solltest du mindestens diesen Check machen und diesen Check stattfinden lassen. Negativieren natürlich nur dann, wenn eben auch valide genügend Daten vorliegen. Aber auch das kannst du natürlich automatisieren. Aber hier ist Vorsicht geboten. Und vielleicht sogar bei einer Automatisierung kannst du dir überlegen, ob du das eher vorsichtig automatisierst, also mit Bedingungen, die relativ hoch sind,
oder du überlegst, ob du hier noch eine manuelle Freigabe mit einfügst oder die Automatisierung sogar überprüfst. Denn was nicht passieren sollte, ist, dass ein Suchbegriff mal ein, zwei Wochen viele Kosten, aber wenig Conversions generiert, du den ausschließt, aber das eigentlich ein erfolgreicher oder vielleicht für die nächste Saison erfolgreicher Suchbegriff ist. Also wichtiges Thema, wichtige Routine, aber Vorsicht geboten. Ja, cooler Hinweis nochmal. Eigentlich, die Königsdisziplin ist ja dann eigentlich darauf, mit einem entsprechenden Gebot drauf zu reagieren. Und das kann ich halt nicht überall machen. So, ne? Ich kann auch tatsächlich kostenintensive Keywords, die vielleicht in der Autokampagne drin schlummern, die eigentlich zu teuer sind, vielleicht jetzt bei dem Gebot von 30 Cent oder so, aber die gesamte Autokampagne an sich ist eigentlich gut. Dann kann auch eine Routine sein, diese Keywords trotzdem rauszunehmen. Die machen viel Traffic. Die sind gut, also Traffic-intensiv, aber sie konvertieren nicht und der Echo ist scheiße. Dann kann ich natürlich trotzdem mal, ich hol's raus, ich aus der Autokampagne, buche es trotzdem ein als manuelles Keyword, aber halt mit einem Gebot von 15 Cent zum Beispiel. Dann kann es Traffic machen auf einem niedrigem Niveau und generiert Umsatz und dann funktioniert das auch. Also das heißt, da negative Keywords einbuchen ist immer so eine Sache, muss man sehr vorsichtig mit umgehen und wie Mareike gesagt, aufpassen, dass man halt nicht zu früh, zu schnell sich da was wegschneidet. Genau. Routine Nummer 5, die wir immer wieder machen würden, also etwas, was ich kontinuierlich machen würde, meine Top Search Terms isolieren. Was machen wir mit isolieren? Das sind meine Top Traffic-Treiber, meine Top-Keywords, meine Top-Produkt-Targets, die zu identifizieren und in eine explizite Kampagne, Single-Keyword, Single-Target-Kampagne zu überführen. Denn häufig generieren ja nur ganz geringe Anzahl an Targets, Keywords, Produkt-Targets, vielleicht 10%, 80% des Umsatzes. Und genau diesen Top-Targets will ich ja eine explizit hohe Aufmerksamkeit schenken, sodass ich sie vielleicht in einer einzelnen Kampagne habe und sehr schnell in meiner Morgenroutine sehe, okay, läuft's da nicht, dass ich halt nicht reingehen muss in die Kampagne und so weiter. Und das ist etwas, was ich immer wieder machen würde. Das ist aber nicht etwas, was ich jede Woche machen muss, jeden Tag machen muss. Das sollte ich machen. Ich sollte gucken, hey, vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal, gibt's da was Neues? Gibt's da ein mega geiles neues Keyword, wo ich sage, okay, das lohnt sich, das hole ich raus. Explizite Kampagne, kriegt man meine spezielle Aufmerksamkeit, weiter geht's. So, das ist auch, wenn alles gleich ist in der und ich die Keywords sauber steuere in der Kampagne, dann ist es auch ein bisschen egal, aber trotzdem empfehlen wir, Top-Keywords in meine einzelne Kampagne zu packen. Das macht einfach viel mehr Laune. So sieht's aus. Und wenn du dich in der Routine Nummer 5 um deine Top-Targets kümmerst, dann solltest du dich in der Routine Nummer 6 um deinen Longtail kümmern und deinen Longtail analysieren. Denn 80% deiner Targets haben wahrscheinlich wenige bis gar keine Klicks und die sind natürlich sehr, sehr schwierig zu bewerten. Mhm. Ein Beispiel könnte sein, du hast ein Target, das hat irgendwie ein geringes Gebot, wenig Daten, vielleicht mal eine Zufallskonversion, aber vielleicht auch deswegen einen guten ACoS. Und dann ist natürlich die Frage, möchtest du den CPC so lassen oder möchtest du den erhöhen? Oder anderes Beispiel, du hast ein Target mit 0 Klicks. So, was machst du mit diesem Target? Möchtest du den CPC so lassen? Möchtest du das Target vielleicht sogar löschen oder den CPC erhöhen? Wenn du dir deine Top-Search-Terms in der Routine 5 häufiger anguckst, dann solltest du dir trotzdem auch deine Longtail-Targets in der Routine Nummer 6 anschauen. Vielleicht nicht ganz so häufig, vielleicht einmal pro Quartal. Und in der Hoffnung, dass dort dann vielleicht auch ein paar mehr Daten eingelaufen sind. Genau, aber du solltest deinem Longtail Beachtung schenken und eben auch deine. Du hast dadurch, durch diese Routine Nummer 6, auch die Möglichkeit, deine Targets aufzuräumen. Wenn du irgendein Target hast, das hat jetzt seit einem halben Jahr oder so und vielleicht trotz einem hohen oder durchschnittlichen Gebot keine Klicks generiert, dann kannst du sogar überlegen, ob du das Target löscht und deine Kampagnen halt bereinigst. Ach, nice. Schön. Wenn ein Tool wie unseres sich dann darum kümmert, dann ist auch ein bisschen egal. Also wir gucken ja ständig auf diese Keywords und sagen, okay, gut, geben wir ein bisschen mehr Gas oder ein bisschen weniger, dann kann man das auch wunderbar automatisieren. Aber nichtsdestotrotz kann man die immer mal wieder vielleicht pushen oder auch nicht. Und von daher, aber auch grundsätzlich eine super Routine.
Nicht zu vernachlässigen, Routine Nummer 7. Check, ob du alle Produkte bewirbst. Wir sind absolute Fans davon, alle Produkte, die ihr im Inventar habt, zu bewerben. So, gegeben natürlich, sie sind vorrätig und ihr habt kein Out-of-Stock-Problem. Das ist super sinnvoll, sie kontinuierlich und dauerhaft zu bewerben. Wenn es nicht rentabel ist, dann ist das kein Problem vom Produkt, dann ist es ein Problem von der Kampagne und von den Bits, die ich den dahinter lege. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann ist es halt nur ein 2-Cent-Gebot, was ich dahinter lege. Aber deswegen prüfe, ob du wirklich auch alle Produkte aktuell bewirbst. Wenn du hast neue Produkte, die du aufnimmst, dann könnte deine Routine lauten, okay, neues Produkt ist drin, ich packe es in meine Catch-All-Kampagne, ich mache eine explizite Kampagne, das könnte eine Routine sein. Und um sicher zu gehen, dass da nichts hinten unterfällt, könnte ich immer noch eine weitere Routine mir in meinen Kalender buchen und sagen, okay, komm, einmal im Quartal, einmal im Monat, je nachdem, wie viel ihr und häufig ihr neue Produkte natürlich reinpackt, checke ich nochmal, habe ich wirklich alle meine Produkte aktuell im Bestand. Die ich im Bestand habe, bewerbe ich die gerade. Super sinnvoll und ja, da sollte nichts hinten rüberfliegen. Nice. Routine Nummer 8. Du hast dich, bevor du eben die Produkte in die Werbung gegeben hast, hast du dich damit auseinandergesetzt, was deine Strategie für diese Produkte, für diese Kampagnen ist. Und in der Routine Nummer 8 solltest du deine Ziele, deine Strategien, die du mal definiert hast, auch regelmäßig challengen. Es gibt verschiedene Strategien, denen du folgen kannst. In der Launchphase möchtest du maximale Sichtbarkeit, dann im nächsten Schritt möchtest du Wachstum, aber eben auch wirtschaftlich werden, hast vielleicht einen ACoS im Blick. Es gibt auch die Strategie, dass du sagst, ich möchte mein Ranking optimieren, ich möchte meine organischen Sales durch meine Werbesales pushen. Es gibt viele verschiedene Strategien. Und du solltest regelmäßig schauen, ist die Strategie, für die ich mich mal entschieden habe, für dieses Produkt immer noch aktuell. Beispiel. Du hast dich für ein oder mehrere Produkte für eine Max-Sichtbarkeitsstrategie entschieden. Schau rein, ist das noch aktuell oder willst du mittlerweile auf eine ACoS-Strategie wechseln? Oder du hast dich für ein ACoS-Ziel entschieden und dein Produkt, deine Werbung läuft jetzt schon länger auf diesem ACoS-Ziel. Ist das noch aktuell oder haben sich vielleicht irgendwelche Zahlen verändert, sodass du dein ACoS-Ziel auch neu berechnen müsstest? Das solltest du mindestens einmal pro Quartal, wenn nicht sogar häufiger machen. Schau auf deine Strategie, schau, ob sie noch aktuell ist und schau, was das dann für Auswirkungen auf deine Kampagnenstruktur, auf deine Targets und auf deine Gebote hat. Geil. Finde ich gut. Mega sinnvoll. Routine Nummer 9. Check, ob du alle Kampagnentypen und Targeting-Möglichkeiten nutzt, beziehungsweise für den richtigen Zweck nutzt. Grundsätzlich hört ihr diesen Podcast, was gut ist. Ich hoffe, das ist eine Routine, die ihr implementiert habt. Wir erzählen hier häufig oder informieren euch auch darüber, was es Neues gibt. Gibt es neue Platzierungen, gibt es neue Formate? Das ist eine super Routine, aber was davon setzt ihr aktuell um? Ihr müsst nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber ihr müsst euch Routinen setzen, dass ihr das checkt, ob ihr den nächsten Schritt machen wollt. Ob ihr, nachdem ihr vielleicht mit Sponsor Products angefangen habt, und sagt, okay, das läuft doch. Dass ihr sagt, okay, passt dieses Setup jetzt gerade noch? Muss ich vielleicht den nächsten Schritt gehen? Teste ich mich mal ran an Sponsored Display? Checke ich nochmal, ob es bei Sponsored Display eine neue Targeting-Möglichkeit gibt, eine neue Zielgruppe, die vielleicht vorher nicht gepasst hat, jetzt könnte sie passen, weil Amazon das natürlich auch immer weiter erweitert und neue Zielgruppen da hinzufügt. Eine Routine, die hinterfragt, ob ich alles, was gerade möglich ist und für mich relevant ist, was ich mir vornehmen möchte, für was ich umsetze und was möglich ist, diese Routine ist super. Super breit hört sie sich an, aber sie dient dazu zu challengen, ob ihr aktuell, dass euch nichts in der Amazon-Ads-Welt hinten rüberfällt, dass ihr nichts vergesst, was eventuell jetzt doch relevant sein könnte. Vielleicht ist Sponsored Display, hat es mal nicht funktioniert, aber jetzt setzt euch nochmal damit auseinander. Jetzt ist es Zeit, okay, Retargeting funktioniert jetzt, ich kann ja ein Lookback-Window von 7 Tagen machen. Geil, ging vorher nicht, zum Beispiel. Ja, und das ist so eine Sache, mit der ich, wo ich mit einem open-minded irgendwie rangehen sollte und gucken sollte, okay, gut, was gucke ich mir an? Vielleicht notiert man sich über die Zeit, über das nächste Quartal Sachen, die man sich angucken möchte und dann ist die Routine da, okay, ich check, gibt es neue
Funktionalitäten oder die neuen Funktionalitäten bei Sponsored Brands, dass ich da irgendwie was Neues machen kann. Dass ich jetzt Videos, soll ich Videos machen? Ja, okay, gut, das ist die Routine. Dass ich mich damit auseinandersetze und für mich identifiziere, okay, ich gehe das jetzt an. Dass man nicht sich immer treiben lässt, okay, oh, das ist was Neues, okay, Gott, fuck, ich muss das unbedingt ausprobieren. Sammelt es doch. Bleibt mal ganz geschmeidig, sammelt das, was ihr testen wollt, was ihr euch angucken wollt, über eine Woche, über einen Monat, über ein Quartal. Und dann ist die Routine, okay, ich gucke mir das an, passt das für mich, muss ich neue Sachen ausprobieren, ja, nein, und dann gehe ich das an. Das bringt total Ruhe, Sicherheit, dass man weiß, nee, ich gucke mir das an, mein Termin ist der letzte Freitag im Monat, was auch immer die Routine dann ist, und dann gucke ich das an und bewerte das für mich, ob es jetzt Zeit ist, was zu ändern in meinem Account oder was neu zu machen. Tipptopp. Hast du dazu noch was? Nö. Okay, cool. Letzte Routine. Team, Dienstleister und Tools challengen. viele von euch, oder einige von euch sind Einzelkämpfer, aber immer haben, sei es im Team, sei es als Amazon Seller, aber ihr arbeitet auch mit Dienstleistern zusammen, die euch helfen, die ein Produkt für euch sourcen, die Bilder für euch machen, die den Amazon Ads Account für euch machen. Es ist total richtig und wichtig, alles mal zu hinterfragen. Ist das noch, oder zumindest sich damit auseinanderzusetzen, ist das noch der richtige Partner für mich? Vertraue ich dem? Ist der up to date, sodass man, ist das Tool das richtige? Ist AdFluence das richtige Tool? Ist Amalyze, ist Helium 10 das richtige Tool für mich? In der Regel kann man da schnell einen Haken dran machen. Alles cool. Läuft so. Ich bin mega zufrieden, mega happy. Gibt überhaupt gar keinen Grund. Manchmal kann man sagen, okay, ja, das glaube ich, ich teste einfach nochmal was anderes. Ich probiere mal hier, hey, die neuen Produktbilder fürs neue Produkt mache ich mal mit wem anders. Um einfach mal zu gucken, einen neuen Impuls zu bekommen. Um zu sehen, was man vielleicht gerade hinten, was man gerade nicht sieht. Ja, wenn du die ganze Zeit immer in deinem eigenen Saft drin bist, dann siehst du nicht, was du nicht weißt. Ja? Also das Ignorance is a bliss. Also das heißt so ein bisschen so, das, was ich nicht weiß, ist schön, dass ich nichts nicht weiß. Deswegen merke ich das ja auch gar nicht. Aber mal bewusst rauszugehen und zu gucken, hey, was gibt's eigentlich noch? Geht mal auf Konferenzen, tauscht euch mit anderen aus, wie machen die das? Und dann bewertet für euch, okay, ist es gut? Bewertet es einfach, okay? Und ihr könnt auch bewusst sagen, ich lasse es so. Das ist total richtig und wichtig, aber macht nicht den Fehler, irgendwie einfach aus Bequemlichkeit Sachen nicht anzugehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, wenn ich das mache. Und das ist total, total wichtig. Das kann man einmal im Jahr machen, das kann man zweimal im Jahr machen, kommt ein bisschen auch drauf an, was man jetzt gerade challengen möchte. Und wenn ihr Mitarbeiter bei euch im Team habt, mal da einfach zu fragen, hey gut, brauchst du was? Wollen wir nochmal weiterbilden? Brauchst du einen Impuls von außen? Willst du auf eine Konferenz gehen, dich nochmal austauschen, nochmal ein bisschen weiterbilden im Bereich Amazon Ads? Das können solche Impulse sein. Und die einfach mal aufzuschreiben, zu sammeln und zu sagen, okay, gut, heute ist meine Challenge-Woche oder heute ist mein Challenge-Tag, wo ich bestimmte Sachen einfach nochmal hinterfrage. Ich kann einfach gedanklich dann auch einen Haken dran machen und auch nichts machen, aber auch alleine das ist super wertvoll, weil es euch bestätigt dann in dem, was ihr jetzt gerade macht. Ja, definitiv, total wichtig. Das, was ich mir vor einem Jahr überlegt habe, was vielleicht ein gutes Setup ist für mich, mein Team, meine Tools, muss heute nicht mehr der Fall sein. Also schaut da regelmäßig drauf und habt keine Angst vor Veränderungen. Genau so. Nice. Ah, schöne, geile Folge. Ich hoffe, da war was dabei und ihr setzt die Routine um. Viel Spaß. Viel Spaß. Dabei.